In gut 4 Wochen fängt die Bundesliga-Saison an. Der USC ist mitten in den Vorbereitungen. Wie steht es denn im Moment so um den USC und die Mannschaft? Ja, ich denke, wir sind gut unterwegs. Erste Auge ist angefangen. Ich habe die Mädels viel erzählt über unsere Systeme und Techniken. Und die letzte Woche haben wir mehr Spiele gemacht, um auch die taktischen Sachen durchzunehmen. Aber bisher haben wir alle Spiele gewonnen. Und es geht noch immer besser. Jeden Tag, dass wir trainieren, ändert sich im positiven Sinn das Spiel. Und ja, damit bin ich sehr zufrieden. Krafttraining machen wir schwer im Moment. Viel Krafttraining, 4-mal in die Woche. Und das muss sich ja, in 4 Wochen auch auszahlen, dass unsere sprunghohe Schnelligkeit am Feld dass sich auch sehr gut verbessert. Was sind denn die Ziele für die kommende Saison? Wo soll es mit dem USC hingehen? Wir haben verschiedene Ziele. Erst für unsere Mannschaft selber, dass wir viel Spaß haben im Spiel, dass wir mit den Top-Mannschaften mitspielen können. Ja, am Ende der Saison in Playoffs. Es soll schön sein, als wir Halbfinale oder noch besser Finale spielen können. Aber das ist noch weit weg. Aber jeden Tag arbeiten wir an unseren Möglichkeiten. Und das soll auch die kommende Zeit sich auszeichnen. Ne? Als wir mit Dresden, mit Potsdam, Stuttgart unsere Spiele machen, wie weit wir sind. Eine Möglichkeit, die neue Mannschaft, bis auf Ines Barton und Juliane Langemach, ist die Mannschaft komplett neu zusammengestellt. Eine Möglichkeit, die Mannschaft kennenzulernen, gibt es am Samstag bei der Saisoneröffnung. Worauf dürfen sich denn die Fans und Freunde des USC freuen am Samstag? Ich denke, ein interessanter Tag, dass wir anfangen mit einem Training, dass wir das Publikum schauen, wie wir Volleyball spielen wollen, was wir auch in Trainingarbeit so machen, vor Übungen. Dann nachher kommt die Präsentation der Spieler, dann kennst du die neuen Spieler auch. Und am Ende haben wir noch ein Testspiel mit einer Männermannschaft. Passiert nicht so oft in Volleyball. Aber da kann man sehen, was so der Unterschied ist zwischen Frauenvolleyball und Männervolleyball. Und ja, mal sehen, wie das beste Volleyball spielen kann. Ich glaube, wir sind gespannt, freuen uns auf die Saison und sagen vielen Dank. Okay, danke sehr.